Hallo und herzlich willkommen zurück zu Earthrock im Ramu-Sumpf. Beim letzten Mal gerade angekommen. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Ich glaube, mit der Guten hier hatten wir schon geredet, oder? Ich hatte gehofft, die verlorenen Bücher aus Pokers Bibliothek im Froschmoor-Herrenhaus zu finden. Es liegt tiefer im Sumpf. Alter, ist das Herrenhaus voller Drogo-Piraten und ich kann es nicht betreten. Könnt ihr mir helfen? Ja, genau. Wir hatten schon mit der geredet. Die hat uns schon einen Auftrag übertragen, sozusagen. Und jetzt müssen wir uns mal hier im Sumpf ein bisschen umsehen. So, da haben wir auch schon direkt die ersten Gegner. Sumpfgegner. Ein bärtiges irgendwas. Und eine interessant. So. Alle beim Ziel Vergiftung, Verbrennung, Ertrinken und elektrisiert. Ja, wir haben halt ein paar neue Fähigkeiten gelernt, ne? Unsere Leiste ist nebenbei voll. Die heben wir uns aber allerdings auf für... Ja? Ja, für Armor. So, heißt Blaster S. Hey, ihr beiden. Habt ihr was für euch? Sehr effektiv sogar. Was für ein flotter Kampf. Ein Wasserkern gefunden. Was auch immer wir damit später anfangen können. So, das Crafting-System haben wir ja bisher allgemein noch nicht wirklich was entdeckt. Ah, waren das jetzt noch beide? Ja. Mag's, wenn ich zwei Gegner habe. Zwei oder mehr. So, du versuchst mal was zu stehlen. Schleim und 48 Staler. Sehr schön. Ui, die Viecher vergiften. So, B handeln. Du heilst dich erstmal selbst. Amon heilt sich ja sowieso. Den können wir... Oh, immer noch 11 Taler? Geil. Das ist eklig. Lass es bleiben. Böses Vieh. Schön ist ja auch, dass das tatsächlich sehr effektiv ist, die Angriffe von Amon. So, ich wollte eigentlich einen anderen Angriff gerade starten. Egal. So, Stich. Ach, das ist nicht sehr effektiv. Also stehlen ist sehr effektiv, das andere nicht. Gut. Ich muss noch mal gucken, was für eine Schadensart das eigentlich war. Okay, da war schon ein Bossgegner. Heilige Mutter Erde, das Ding ist riesig. Bleib auf dem Teppich. Oh, und wen haben wir da? Vorsicht! Du wirst untergehen, Mampfer! Zeit, dich in deine Schranken zu weisen! Meine Kriegerhaltung verleiht mir Zugriff auf Schlitzer- und Durchbohrungsangriffe. Wie ihr bereits wisst, sind Pflanzen anfällig für Schlitzerschaden. Aber noch nie einen Gegner getroffen, der nicht anfällig für eine bestimmte Angriffsart oder Strategie war. In meiner Veteranenhaltung kann ich Verspottung gegen Gegner einsetzen und sie so dazu zwingen, mich anzugreifen. Als Veteranin kontere ich automatisch jeden Nahkampfangriff gegen mich. Wenn ich auf harte Nahkampfgegner treffe, kontere ich sie gerne bis zum Umfallen. Mein mächtigster Angriff. Himmel, bin ich froh, dass du uns gefunden hast. Also, das ist jetzt so ein bisschen Tank, ne? Tank ist gut. Wir versuchen jetzt erstmal den Sandwurf. Blindheit immun, verdammt. Also wir versuchen mal hier Veteranenhaltung. Bin auch froh, dass das Vieh gerade so schön... Olia heißt die Gute. Immer so schön daneben schießt. Hilft uns sehr. So, dann versuchen wir Adrenalinschub. Verspottung. Ah, Problem ist... Das Vieh ist kein Nahkämpfer, ne?
Vier Gegenstände übrig. Ich will das Vieh auch irgendwann mal besiegen, von daher. Gehen wir nochmal in die Kriegerhaltung. Jetzt macht's einen Nahkampfangriff. Warum steht denn da immer vier Gegenstände übrig? Sollten das nicht irgendwann mal weniger werden? So rein theoretisch. So, Schlitzschlag. Oh ja, die verursacht Schaden. Oh nein, sind jetzt alle vergiftet? Nein, gut. Moment. Tauschen. Tausche Charaktere um die aktive. Ach so. Ah. Gut zu wissen. Also, wenn man mehr als zwei Mitglieder hat, kann man halt untereinander so die Gruppe ein bisschen neu aufstellen, um halt die aktiven Teambindungen verschieben und so Zugriff auf andere mächtige Fähigkeiten zu bekommen. Das ist schon mal good to know. So. Olia ist auch Level 3. Sehr schön. Da haben wir auch noch zwei Talentpunkte bekommen. Ihr Narren! Ja. Ich glaube, ich sollte meine Stimme mal ein bisschen mehr verändern. Ihr Narren! Ihr habt Glück, dass ich euch gehört habe. Sonst werdet ihr jetzt klippriger Schleim. Hey, ich bin ein Wüstenplünderer. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Du bist weit weg vom heißen Sand, junger Mann. Ihr müsst gerade reden. Ihr seht auch nicht so aus, als wärt ihr von hier. Ich bin Olia Alakbato. Ich bin von überall und nirgendwo. Oh, Alakbato? Wir haben nach dir gesucht. Ich bin Knat Tegamoth aus dem Langowald und, ich komme aus Suvia und ich habe eine wichtige Nachricht von der Hocheule Lady Lu. Es wird warten müssen. Ich muss mich erst der Bedrohung gegen den Hüter annehmen. Hüter? Wir können helfen. Ihr, ein Plünderer und ein Ferkelhase? Das wage ich zu bezweifeln. Zeigt mir die Gefahr, dann werdet ihr schon sehen. Habe ich in der Angelegenheit auch was zu sagen? Vielleicht könnt ihr helfen. Als Köder. Kommt mit. Als Köder? Na toll. Ihr habt ja eine super Meinung von uns, oder? Tutorials, was haben wir denn jetzt hier neu? Weltfähigkeiten. Olia ist eine Kriegerin und mag Herausforderungen. Drücke Y, damit sie ruft und die Aufmerksamkeit von noch mehr Feinden in dem Gebiet auf sich zieht. Ah. Also die ist super, um zu leveln, weil man einfach größere Gegnergruppen versammeln kann. Ganz witzig. Hier ist aber noch irgendwo was, oder? Ja, die Talentpunkte. Keine Ahnung. Knarz Logbuch. Moment, wie viel hatte ich denn jetzt schon gelesen? Hast du das hier schon vorgelesen? Ja, oder? Nach Ramu. Ihr Zauber, es war keine Spur von Olia Alakbato, aber ich bin einen Herrn Amon über den Weg gelaufen. Er ist ein Wüstenplünderer, der ein altes Artefakt verkaufen möchte, um seinem Onkel zu helfen. Zum Glück konnte ich ihn dazu überreden, sich auf dem Weg ins große Archiv im Haus der Feder der Eule Suvia zu machen. Dort wird er dafür entlohnt werden und das Artefakt kann dann hoffentlich der Öffentlichkeit ausgestellt werden. Ich werde ihm helfen, nachdem er mir dabei geholfen hat, Frau Alakbato aufzuspüren. Ein wunderbarer Tausch. Frau Alakbato ist irgendwo in den Sümpfen von Ramu und ich bin froh, dort nicht alleine hinzumüssen. Es wird sicherlich keine einfache Reise werden. Wird's bestimmt nicht. Wir wollen ja schließlich ein paar Abenteuer erleben. So, Olia Alakbato. Nachdem wir also in den stinkigen Sumpfländern von Ramu angekommen sind und einige anfängliche Schwierigkeiten überwinden mussten, stießen wir endlich auf Olia Alakbato. Ich sollte wohl eher sagen, die Alte uns zu Hilfe. Egal, was Amon auch behauptet. Ich will ja meine Nachricht von der Hocheule an Frau Alakbato überbringen, aber zuerst wollte sie eine Art Hüter helfen. Natürlich hat man meine Meinung dazu immer ignoriert, aber Amon und ich werden Olia jetzt dabei helfen,
die Probleme dieses Hütes aus der Welt zu schaffen. Dann kann ich endlich meine Nachricht überbringen. Auch wenn ich ehrlich gesagt neugierig bin, diese Person oder dieser Hüter kennenzulernen. Es klingt alles ziemlich gefährlich. PS, Frau Alakbatu ist leider überhaupt nicht freundlich oder gesprächig. Hat er sich wohl alles ein bisschen anders vorgestellt, hä? Warte mal, Talente. Wir könnten E-Mails das dabei bringen, ein Nahkampfangriff der physischen Stützerschaden und Blutungen. Blutung wäre natürlich schon was Nettes. Für ihn hätten wir Stummheit. Verwendet Stummheit an verändert den Einsatz von Fähigkeiten so. Oder Genauigkeitsfokus. Also für die andere Haltung. Die ich schon nie ausprobiert habe. So, sie hat Macht, verbessert die Fähigkeiten, also Geschwindigkeit, Magieverteidigung, Magie und Angriff. Okay. Blutschrei verleiht der gegnerischen Gruppe eine Blutungsschwäche, erhöht die Chance, dass physische Angriffe Blutung verursachen. Okay. Bluterkrank sozusagen, ja. Kniesehne, ein Nahkampfangriff, der physischen Schützerschaden verursacht und verlangsamt zufügt. -40% Geschwindigkeitswert. Das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Verleiht Tempo +40% Geschwindigkeitswert und Ausweichen +300% Ausweichwert. Das ist ja wie bei Amon. Also spielt eigentlich hierfür einfach Blutung. Ach so. Ja, was brauchst du dafür? Ich habe keine TP bekommen, sondern... Ja, ich habe nur die hier bekommen dann sozusagen, ne? Okay, my fault. Ich habe einfach nur Karten bekommen, für die Talentpunkte dann später zu setzen. Muss man tatsächlich so ein bisschen differenzieren. So, wir haben den ersten Angriff, was auch sonst. Er versucht mal die Gruppe noch mal ein bisschen zu toppen. Der Boss eben hat halt doch so ein bisschen was verursacht. So, du machst Stich auf das Vieh. Zum Glück treffen die den nie. So, hier. Regeneration. Ich habe gerade noch gedacht, mit einem Critical Strike könnte sie die Gegner eigentlich one-hitten. Was macht sie? Critical Strike. War gerade echt ein netter Zufall. Ach so. Okay. Nein. Diesmal haben die Präventivschlag. Oder? Nee? Komisch. Also ich muss da tatsächlich auch ein bisschen auf die Umgebung immer achten, ne? Oh, die Viecher halten aber wirklich nicht viel aus. Ui. So, bevor das hier ausufert, Heilung. Und stirb. Also sie verursacht auch recht viel Schaden, ne? Ist allerdings im Verhältnis zu Amon zum Beispiel recht langsam. Vielleicht scheint alles dann wieder irgendwo so ein bisschen aus. So, hier haben wir erstmal nichts mehr. Ich finde es halt interessant, einfach mal so irgendwo außerhalb der Sichtweite rumrennen. Versuchen, ja, was haben wir denn hier? Ist das Symbol dieses sagenumwobenes Onurasi-Volkes? Ja. Faszinierend. Was weißt du über sie? Leben sie hier? Was haben sie mal? Jetzt wacht ihr Hüter über das Froschmoor. Das Froschmoor? Da, wo der uralte Baum der Onurasi steht. Wenn ihr zwei aufhören würdet zu quatschen, könnten wir uns etwas beeilen und schneller dort ankommen. Okay. Ah, ja stimmt, ich habe doch hier Kobeln gefunden. Ich
hab schon gedacht, die Kurbeln wären fürs Crafting-System, aber das waren tatsächlich Quest-Gegenstände. Ramu Villa. Das ist das alte Herrenhaus. Wow, was ist denn hier passiert? Ramu gehörte einst den Fröschen, den Trogos und allen anderen Sumpfwesen. Doch dann kamen die Piraten, sie haben ihn verdorben und Pokas Bau errichtet. Die sowianische Flotte bekam Wind davon, dass die Piraten dort hausten und legten die Stadt mit ihren Bomben in Schutt und Asche. Den Rest holte sich der Sumpf zurück. Brockers Bau? Der Thermus Brocker? Oh, großer Lös! Ich kann es kaum erwarten, das alles im Archiv nachzulesen. Natürlich erzähle ich dir alles, was ich finde, Amon. Kannst du es vielleicht für mich im Buchform aufschreiben, Kumpel? Dies ist die Villa des Hüters, Varluk Tro, und seine Trogos werden dafür bezahlen, dass sie sich nicht an das Abkommen gehalten haben. Seine Trogos? Wie wäre es, wenn ich einfach hier bliebe und überlebe und es was? Und überbringe deine Nachricht, Ferkelhase. Wir haben keine Zeit zu verlieren. In den Büchern steht, dass Thermus Brocker von den alten Legenden äußerst fasziniert war. Diese Statue scheint eine Auftragsarbeit zu sein. Sie stellt einen Walwur dar. Die sollen so ausgesehen haben? Hey, wenn du dir all diese Sagen und Andeutungen in den alten Pergamentrollen und Büchern durchliest, merkst du, die könnten wie alles Mögliche aussehen. Wow, also es gibt keine genaue Überlieferung. In den Büchern steht, dass Thermus Brocker von den alten Legenden äußerst fasziniert war. Diese Statue scheint eine Auftragsarbeit zu sein. Sie stellt einen Walwur dar. Achso. Hatte ich doch gerade schon. Ich dachte, da wäre vielleicht was Neues. Level erhöht deine EP beträchtlich, ja. Ach, da unten sind wir. Okay, da geht's nicht rüber. Das ist die Tür zum Baum. Dort musst du Hüter sein. Kann man die jetzt öffnen? Wollen wir die jetzt schon öffnen? Ich kann da nicht drüber springen. Guck dir meine Beine an. So rein theoretisch käme da man da runter, rüber oder? Nee. Interagieren kann ich jetzt nicht mehr damit. Da kann man speichern. Ja, aber erstmal noch eine Truhe. Aber hier verlorenes Buch. Das ist das für die Olle am Eingang des Sumpfes? Oh. Hey, ich wollte eigentlich auch gar nicht hoch, aber okay. Hier sind wir also. Verschlossen. Ja, verschlossen. Nein, daran habe ich kein Interesse. Warum nicht? Irgendwas musst du doch mal durchsuchen. Kartoffelschuss, sehr schön. Falls wir mal Distanzangriffe brauchen, sind wir auf jeden Fall gewappnet. Oh, ist das ein Gegner oder ist das ein Freund? Präzision, Agilität, Erdkern. Sehr schön, wir haben auf jeden Fall nochmal ein paar Karten. Hey, eigentlich wollte ich nach unten und nicht zur Seite. Ich will das Vieh mal bekämpfen. Hi. Im Henker bist du. Das ist einer dieser Drogos, ja? Okay. Das ist ein Nahkämpfer. Wassergefäß und 19 Daler. Da, Gegenangriff. Nice. Sogar wenn die Viecher verfehlen, macht sie einen Gegenangriff. Also jedes Mal, wenn sie angegriffen wird, nicht wenn sie getroffen wird. Das ist... Das finde ich nice, muss ich sagen. Warte mal. Kriegt doch bestimmt mehr als nur die zwei. Und... Was ich auch mal gerade mache... Haltung ändern. Habe ich gerade das Richtige gemacht? Nee, so wollte ich das machen. Okay. Ist sie jetzt automatisch Tank? Ja, eigentlich schon, oder?
Wir machen einen Sandwurf. Okay. Ich glaube, ich muss das doch nochmal richtig machen. Hey, du hast den Falschen angegriffen. Und mir gefällt auch so der Schaden, den sie halt verursacht. Ihr leidet 5 Schaden und teilt dafür über 100 Schaden aus. Nettes Verhältnis. So, passt das jetzt? Das ist doch die Tankhaltung, oder? Hoffen wir einfach mal das Beste. Hi. So, Moment. Sandwurf. Was sind das, Schamanen? Erstmal den Sprengmeister hier. So. Wir geben ihm hier mal Tempo. Und sie verspottet auch direkt den Sprengmeister. Verdammt. Der ist ja auf jeden Fall Distanzkämpfer. Also um den sollte ich mich auf jeden Fall kümmern. Es sind jetzt auch noch alles Distanzkämpfer. Okay. Na, wartet. Und alle angezündet. Das war eine gute Runde. So, hier, du kriegst ein bisschen Heilung. So, mit ihr muss ich jetzt die Haltung wechseln, weil gegen Distanzkämpfer fängt sie ja doch nicht viel an mit der Tankhaltung. Ist leider so. Die spende ich nochmal. Aha, na also, der ist schon mal tot. So, und ausruhen. Heilung? Heilung ist uncool. Erwartet. So, Moment, sie könnte mal ein bisschen Heilung gebrauchen. Und stirb. Stirb, habe ich gesagt. Auf jeden Fall schon mal ganz netter Kampf. Das war wieder so ein Sprengmeister. Scheint nicht, oder? Komm, put. Ah ja, Sprengmeister. Dann machen wir den jetzt einfach mal ganz schnell kalt. Ich merke auch gerade, die Haltung, die ich zuletzt im Kampf hatte, ist auch die, die ich dann im nächsten Kampf direkt wieder zu Beginn habe. Deswegen war eben das durcheinander mit ihren Haltungen. So, danke. Machen wir es diesmal spannend hier. Finde ich überhaupt nicht cool, wenn die sich so auf Gnad konzentrieren. Los, du heilst dich jetzt mal selbst. Das ist dringend. Den haben wir ja immerhin schon mal fast.
So, du musst dich noch mal ausruhen. Ups, ups, nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Erstmal diesen komischen Schaman, weil der auch noch heilen kann. Okay. Die Viecher sind auf jeden Fall schnell dabei. Das muss man denen lassen. So, die brennen. Finde ich schon mal sehr schön. So, los, stirb. So, der ist schon mal raus. Nice. Was, der lebt noch? Verdammt, ich hab gedacht, das reicht. Du darfst den da eliminieren. Und du den da. Nice one. So, und dann verabschiede ich mich mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also die Erkundung geht dann weiter. Tschüss.